kennen kann, meine Freunde. Ich weiß, dass ihr gerade weder euch dafür interessiert, was ich hier gerade zusammenfasle, noch mich sehen könnt. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo der gute Kries gerade abderbt. Ich höre ihn auf jeden Fall auf irgendwas rum. Ja, da wieder in die Höhle rein. Da bin ich doch rein. Achso, ich hätte vielleicht nach unten weitergehen können. Au! So, meine Freunde, ich werde jetzt hier eine Vorstellung machen. Kackenfick. Warum habe ich das Ding hier nicht benutzt? Oh mein Gott, ey. Was ist das denn? Ein Ballolicht. Ballolicht? Du hast irgendwas bekommen, kann das sein? Nee. Hä? Doch, ich habe ein Ballohört gekriegt. Noch ein? Cool. Noch ein, ja, aber ein Standard-Ballohört. Aua. Hier fliegt irgendwie Demonite Ori in der Luft. The Giver or the Undertaker. Alter. Was ich erzählen muss, Könntest du mal den Corrupt Goldfish töten? Danke. Ja, du musst mir das erzählen. Ich höre dir zu. Ich liebe dich. Wir hatten da so eine geile Situation. Also nicht wir beide, also nicht Empire und Happiness und ich, sondern er und ein Kerl. Was? Ein paar Kumpels. Und einer hat irgendwas gewettet. Also ja, jetzt wird's richtig ekelhaft. Einer hat irgendwas gewettet, dass er irgendwas machen kann. Keiner von uns hat ihm geglaubt und er hat dann doch geschafft. Da hatten wir ihn spaßesweise Houdini genannt, ne? Wegen den Zauberern. Er ja. Hat was geschafft, was wir nicht für möglich gehalten haben. Das war, glaube ich. Ach stimmt, genau, er wollte. Er hat gewettet, dass er, ich glaube, 10 Streichhölzer mit den Spitzen aufeinander stapeln kann. Ja, er hat gesagt, das geht nicht und so. Und er hat es dann doch geschafft. Und dann haben wir ihn Houdini genannt. Und dann ist er auf die Helden nach die Idee gekommen. Der holt sich einen weißen Edding und schreibt das vorne auf seine Mütze. Ne? Weißt du, wie er es buchstabiert hat? Will ich das wissen? Und. Odin! Odini! Also. Ich wäre mir jetzt auch nicht zu 100% sicher, wie man schreibt. Es ist, glaube ich, so. H-O-U, ne? Ja. Doch. Aber nicht Odini. Odini. Mit Sicherheit nicht. Du weißt, was gleich passiert, ne? Ich falle hier rein. Ich hab über 100 Granaten dabei. Problem ist nur, lebe ich lang genug, um genug von denen zu... Weg. Ah, hey, jetzt nur bei dir da unten. Oh shit. Jetzt geht nicht weg. Nein. Jetzt muss ich durch. Da muss ich jetzt einfach durch. Befreie mich. Ich komme hier nicht mehr raus, Chris. Nein. Warte, ich komme mal vorbei. Ach scheiße, das Pulver ging gar nicht bei dem. Was habe ich denn Schönes? Nein. Der steht gerade so geil auf einer Stelle mit 3 Teilen, die ich alle gleichzeitig treffe. Mit was denn? Mit meinem Speer. Hm. Ist schon pretty awesome. Hast du den normalen Speer oder hast du einen neuen? Tridenter, was du mir damals mitgebracht hattest. Ah. Boah, und gerade mit meiner Thorn Whale. Trident, 3 Tag. Boah, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Nö, Chris, nicht sterben. Nee, ich versuche es. Das ist nämlich sozial überhaupt nicht abzuklären, so, weißt du? Und deshalb finde ich es auch wirklich nicht in Ordnung und werde jetzt genau deshalb sterben. Warum stirbst du? Ich hab Granaten. Ich hab Granaten! Warum stirbst du? Ich hab Granaten! Alter! No! Nein! Der ist noch da, der kommt zu dir! Was? Zu mir? Der kommt zu dir! Oh, da, Sache! Ich sterbe! Ja, ich lebe aber wieder! Ich
sterbe genau jetzt, pass auf. Aber vorher versuche ich noch irgendwie Schaden reinzudrücken. Bam! Holy shit! Nein, er ist weg, oder? Ja. Wir müssen das irgendwie unter unserem Haus machen. Oder ein Bett mitbringen. Ja, ein Bett mitbringen wäre, glaube ich, irgendwie cool. Was machen wir jetzt? Sind da unten noch welche? Von den Kugeln? Ich weiß es nicht, kann sein. Soll ich das Bett mal abreißen und mitrollen? Ja, wäre, glaube ich, ganz cool. Ich habe schon Wochen gemacht. Cool. Oh. Warte, stell, mach mal das Mikrofon anders an. Das ist ja sonst nichts auszuhalten, wenn ich hier am Essen bin. Ja, aber schmeckt ja fertig. Sollen wir noch einen Tag warten, oder? Der verschwindet bei Nacht ja nicht, wenn wir es unter der Erde machen. Stimmt. Das nehme ich mal mit. Dann gucke ich mal kurz was beim Guid. Crafting. Whale Powder? Haben wir Whale Powder? Purification Powder. Nein. Wie kriege ich mal einen Whale Powder? Weißt du, ob wir Rotten Chunk haben oder wie viel? Ich habe ein paar dabei. Ich habe, glaube ich, auch ein paar unten in die Kiste gekloppt. Ich gucke gerade. Wir brauchen 30. 30? 30. Da, 8. 8 ist ja nicht so viel. Ist hier noch was drin? 15. Kackies. Haben tun wir 17. Kann ich noch kurz runterspülen? Was willst du jetzt schon wieder runterspülen? Ja. Okay. Kann losgehen mit Weiß Lesbian. Moment. Was sind das? Glowing Mushrooms. Whale Mushrooms, ja. Ja, dann Gogo. Hast du Bett? Hast du Bett? Bett. Weißt du, was sich im THW rausgestellt hat? Jetzt geht nichts über den Kipper. Feuer war unnötig, aber jetzt ist er einfach raus. Du rauchst doch gar nicht. Oh. Okay, Leute, es tut mir leid, aber ich sehe mich gezwungen, das Wort um schlechte Flachwitze-Departen wieder auf Vordermann zu bringen. Also macht euch auf übelste Unlustigkeit gefasst. Die diesem Let's Play ja eigentlich auch schon fast zugrunde liegt. Pass auf, wir nehmen es 2 Stunden auf und ist die Videodatei im Arsch, ey. Ich schwör's dir, töte ich dich. Wie kann ich, warum soll das Video im Arsch sein? Weiß nicht, vertrau dir nicht. Mir? Ja. Warum mir? Du bist komisch. Ich weiß noch damals, als du mir zum ersten Mal einen Codec empfohlen hast. Der erste Codec, den ich dir empfohlen habe, war der X264. Und der war echt cool. Ja. Und dann war verdammt scheiße. Haben, dass wir nichts damit anfangen können. Ah, was liegt denn hier noch Schönes? Boah, ich werfe mehr Granaten um mich als Kim Jong-un. Ja, das ist auch nicht schwer. Wo willst denn du runter? Ja, hier lag noch Shadowscale rum. Achso. Weil hier ein gewisser Bonze wohl was getötet hat. Ich nicht. Nee. Wer dann? Wenn nicht ich, wer dann? Das ist richtig Fleischwerbung. Doch, eigentlich. Nee, ist nicht. Wie kannst du mit jemandem mit etwas werben, was man erst erkennt, wenn man es kennt? Wenn ich jetzt, sag mir wo und wann. Ich werde jetzt erstmal sterben. Hey! Du Pineapple hast das Bett! Stimmt! Was kannst du sagen? Also das vertraut man noch nicht den Leuten, an die man sterben. Nee, das Problem ist, ich werde nicht sterben, aber ich werde den Weg hier nicht mehr rauskriegen, weil, unten breiter ist als oben und ich deshalb nicht mit dem Haken vorankomme. Ich komme. Also ich kann's, also das kannst du haken, ne?
Ich kann dein Gesicht haken. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich so abartig. Das glaubst du gar nicht. I've been slain. I'm looking for freedom. So, das ist echt, nee, ich würde sie echt gerne mal anmachen, ne? Aber dann kommt die GEMA und sagt, ja, und sagt hier, Griesbrei, zack, zack. Geh mal kacken. Geh mal kacken. Wie soll ich denn zu diesen Affen gehen? Nein, mal kacken. Ja, ich kann ja schon wieder zwei Dinger kaputt machen. Erstmal dein Eier, zweitens dein Mikrofon. Was? Ja, dein Mikrofon ist ja schon fast kaputt. Warum? Oder nee, warte mal, das hast du ja repaired, gell? Repaired. Wenn ich das USB-Kabel rausgezogen habe und hier reingesteckt habe. Fürs Level-Support und so. So. Irgendwie. Wir müssen mal eine Erleuchtung in unserem Forum kriegen, die uns mitteilt, wie man Konsolen let's playen kann. Da würde ich nämlich hart feiern. Konsolen let's playen? Ja. Kann ich dir nachher einen Link schicken? Also ich muss es ja auch irgendwie an meinen Rechner anschließen. Ja. Wie viel willst du ausgeben? Möglichst wenig. Ich wiederhole. was ist denn so? Also einerseits kannst du dir einfach eine TV-Karte holen. Ja. Dann bist du bei 40, 50, 60 Euro bei. Mhm. Da kannst du aber halt leicht Probleme mitkriegen, mit Pipapo aufnehmen oder ob denn wirklich alles läuft und. Ja. Oder du kannst dir eine sogenannte Gaming-Box holen. Ich glaube, die kostet 180 Euro. Ja. Da kannst du per HD-Kabel einfach deine Konsole an deinen Computer anschließen dann. Ist dann halt wie so eine zweite Grafikkarte fast schon. Mhm. Und das wird dann einfach auf deinen Bildschirm übertragen. Mein Kumpel macht das damit. Ich glaube 140, und 160 oder so. Kann ich dann auch über die X-Story das Ganze aufnehmen? Ja. Okay. Hört sich gut an. Geht halt immer alles nur über Umwege, ist das Schadige. Ja. Ich hab so geile alte Spiele für die PS1 noch und PS2. Ach du Scheiße. Gott, PS1, ja. Ein grauer Kasten. Hm. Da waren die Konsolen noch grau damals. Ja, ich sag nur N64, ey. Da waren die Spiele größer als eine Scheibe Toast. Ja. Und haben auch länger gedauert als heutzutage so manch anderes Spiel. Das stimmt. Wenn ich mir hier, was war das nochmal? Wie hieß es nochmal? Skyrim? Das war sowas ähnliches wie Final Fantasy. Okay. Boah, wie hieß es nochmal? Final Fantasy. Sag mal, kommst du eigentlich noch, oder? Achso. Stehst du die ganze Zeit auf einer Stelle rum und... Ich bin gar nicht. Spider-Man hat mich hier gerade in den Tod. Holy shit! Spider-Man sich in den Tod? Ich hasse dich. Es tut mir leid, ich habe halt keinen. Was habe ich gerade bekommen? Mal etwas mehr kaputt machen und so. Irgendwas habe ich gerade bekommen. Wir müssen jetzt noch kaputt machen, damit der Wurde kommt. Ein. Okay. Weißt du was, Chris? Stell dich mal vor das Loch. Warte. Boah, was für ein Loch? Ja, in dem du drin bist, offensichtlicherweise. Warum soll ich das tun? Und dann kotze ich das Bett runter und fliege nach. Der Eingang ist mir auch derselbe, das wo... Da bin ich doch unten gewesen! Ich war unten! Und dann musst du einfach nur noch nach links. Oh mein Gott, Alter. Das heißt, ich bin jetzt vollkommen sinnlos gestorben, weil ich versucht habe rauszuklettern. Anscheinend schon. Oh mein Gott. Chris. Was denn? Wenn Lava das wissen würde, ne, er würde nur noch schlechte Schnitzel machen. Wer? Lava. Wer ist denn Lava? Der, der die ganze Zeit entlarvt wird. Der... der Koch? Koch? Ja! Sagt mir nix. Macht so Kochshows, weißt du? Könnte ich mir als Koch vorstellen, ja. Ey.
lauten Klitsch.